Hallo, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Business AM am Mittwoch. Auf den heutigen Tag haben die Finanzmärkte lange und zuletzt meist regungslos gewartet. Denn am Abend wird die US-Notenbank Fed mit Ben Bernanke an der Spitze vermutlich die 7. Zinssenkung seit August bekannt geben. Erwartet wird eine Kürzung um 0,25 auf dann 2%. Viel wichtiger ist allerdings der Ausblick, denn Ökonomen rechnen damit, dass diese Zinssenkung angesichts der steigenden Inflationsgefahren in den USA für lange Zeit die letzte gewesen sein könnte. Es braut sich eben ein gefährlicher Mix zusammen aus steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen auf der einen Seite und einer durch die Hypothekenkrise schwächelnden Konjunktur auf der anderen. Nicht wenige Beobachter gehen aber dennoch davon aus, dass die US-Wirtschaft langsam den Boden gefunden hat, im Gegensatz zu Europa und Deutschland, wo sich die Konjunkturaussichten ja erst jetzt beginnen einzutrüben. In der Folge dürfte der Euro heute zum Dollar weiter verlieren und die sinkende Nachfrage nach Öl spätestens in der zweiten Jahreshälfte für fallende Notierungen sorgen. Heute legt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die neuesten Arbeitsmarktdaten vor. Die Zahl der Erwerbslosen dürfte dank der kräftigen Frühjahrsbelebung deutlich gesunken sein, auf rund 3,35 Millionen. Vor allem die Bereiche Bau, Gastronomie und Gärtnereien hätten eingestellt, hieß es im Vorfeld. Dennoch bremsen die Firmen beim Jobaufbau. Erstmals seit langem wollen deutsche Unternehmenschefs nicht mehr neue Mitarbeiter einstellen als im Vormonat. Das für die FDP erstellte IFO-Beschäftigungsbarometer sagte so stark ab wie seit September nicht mehr. Die Firmen leiden zunehmend unter den hohen Ölpreisen, der Finanzkrise und dem starken Euro. Zudem befürchten viele ja eine Rezession in den USA. Und dennoch versprüht die Regierung Optimismus. SPD-Chef Kurt Beck und sein Vize Frank-Walter Steinmeier erwarten laut Süddeutscher Zeitung in diesem Jahr weniger als 3 Millionen Arbeitslose und haben für das kommende Jahrzehnt die Vollbeschäftigung anvisiert. Und auch Arbeitsminister Olaf Scholz sieht dieses Ziel in der Bild in greifbarer Nähe. 2 Tage vor dem geplanten unbefristeten Streik kehren die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi wieder an den Verhandlungstisch zurück. Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich, auch beim Knackpunkt Arbeitszeit. Die Ergebnisse der Urabstimmung sollen heute vorgelegt werden. Citigroup verschafft sich erneut eine milliardenschwere Kapitalspritze. Der US-Finanzkonzern kündigte an, neue Aktien im Volumen von rund 3 Milliarden Dollar auszugeben. Damit summieren sich die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen auf etwa 36 Milliarden Dollar. Die Aktie verliert. Japans Börsenaufsicht erwägt eine Strafe gegen die Deutsche Bank. Wie die Finanzzeitung Nikkei berichtet, soll die Broker-Tochter Deutsche Securities Wertpapiere nachlässig und uneinheitlich kalkuliert haben, zulasten vieler Marktteilnehmer. Stellungnahmen liegen nicht vor. DGB-Chef Sommer hat die Einführung einer Managersteuer gefordert. Sommer verlangte für Spitzenverdiener den derzeitigen Aufschlag von 3% auf 11% zu erhöhen. Da sei durchaus noch was drin, ohne dass ein DAX-Vorstand zum Hartz-IV-Empfänger werde, sagte Sommer, süddeutsche.de. Wie das Mäuschen vor der Schlange warten die Märkte ab. Auf die US-Notenbank, die Zinsentscheidung und den anschließenden Kommentar. Bis dahin dürfte sich wenig tun, aber auch heute gibt es natürlich wieder wichtige Unternehmensmeldungen. So hat Daimler mit der chinesischen Baiji Foton einen Vorvertrag geschlossen, um künftig gemeinsam Lkw zu produzieren. Hier die aktuellen Daten. Der Dow Jones verliert 0,3% auf 12.832 Punkte. Der Nikkei gibt am Morgen 0,1% nach auf 13.883 Zähler. Der DAX notiert bei 6.885 Punkten, ein Verlust von 0,6%. Und der Euro, der notiert etwas leichter bei einem US-Dollar 55,64. Das Kabinett in Berlin berät über die Bahnreform samt Teilprivatisierung und das Thema Kinderbetreuung. Der von der Schmiergeldaffäre gebeutelte Siemens-Konzern legt in München seine Bilanz vor. Auch E.ON präsentiert auf seiner Hauptversammlung in Essen die neuesten Daten
Und in Walldorf wird SAP den Bericht für das erste Quartal erläutern. Das war's für heute mit Business AM. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen 1. Mai. Erholen Sie sich gut und wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Freitagmorgen wieder um 7. Bis dahin einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.